Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich als Galerist der Artus Kunstgalerie hier in den schönen Räumlichkeiten unserer Galerie in Zell am Hammersbach. Eigentlich wollten wir eine öffentliche Vernissage machen, aber die besondere Lage im Moment erlaubt es uns nicht, diese so durchzuführen, wie wir sie gerne möchten. Also werden wir wieder eine Online-Vernissage durchführen mit diesem wunderschönen Film. Die erste Ausstellung dieses Jahr ist dem Thema gewidmet: Frühling erwachen. Das ist der erste Teil einer Accrochage, einer Hängung verschiedener Künstler meiner Galerie, des Galerieprogramms, eher die klassische Ausrichtung. Berühmte Namen sind dabei wie Karl-Henning Seemann, Fritz Winter, Friedemann Hahn, Vitali Safronow, Tony Craig und weitere. Genau darauf geht unser Redner heute drauf ein, den wir seit mittlerweile 18 Jahren hier freundschaftlich immer in unserer Galerie begrüßen, Dr. Friedem Hering. Dr. Friedem Hering war Museumsdirektor in Gießen und hat weit über 1000 Ausstellungen eröffnet, Dutzende Bücher, Kataloge geschrieben und ist weit über die Grenzen auch Deutschlands, unter anderem referiert er gerne in Venedig, hinaus bekannt. Ich freue mich, dass er heute Zeit gefunden hat. Lieber Friedem Hering, du hast das Wort. Dankeschön. Danke. Liebe Kunstfreundinnen, liebe Kunstfreunde, die Ausstellung Frühling erwachen ist jetzt doch noch nicht ganz das Erwachen, wie wir es erhofft haben, außerhalb der Pandemie, in einer beruhigteren und schönen Welt, in der alles zum Frieden blüht. Nein, immer noch Pandemie und in der Zwischenzeit eine weitere Bedrohung durch den Krieg. Aber dennoch und gerade deswegen muss man Mut zeigen und muss man auch das Weiterleben der Kunst veranschaulichen und verdeutlichen, wie in diesen drei wunderbaren großen Bildern hinter mir von Sieghard Gille. Mit den offenen Mündern sehen Sie drei weltberühmte Sängerinnen und Sänger, Tom Waits, Janis Joplin und Frank Zappa. Offene Münder heißt im Untertitel die Darstellung von diesen drei Gesichtern, die ja ein wenig an die Masken von James Ensor erinnern, in denen Schreck und Freude, Traum und Traumata, Vision und Alltag eingefangen sind in grellen, unmittelbaren Farben. Der Künstler gehört zur Crème de la Crème der damaligen DDR-Kunst. Er war Professor in Leipzig, der berühmten Leipziger Schule. Er hat das Gewandhaus ausgemalt in Leipzig mit einem mehrere hundert Quadratmeter großen Deckengemälde. Und er zeigt uns hier diese unglaublich lebhafte, spontane Niederschrift an Farbe. Und das ist das Entscheidende. Die Themen sind für ihn Anlass, mit der Farbe umzugehen und Kraft und Spontanität in die Farbe hineinzulegen. 18 Künstlerinnen und Künstler sind in dieser Ausstellung zusammengeführt. Und wir wollen doch versuchen, all diese 18 Künstlerinnen und Künstler nach ihrem Wert, nach ihrer Bedeutung vorzustellen. In Einzelbeiträgen, aber auch in dieser Einführungsrede, in der ich zunächst einmal von diesen drei Bildern mit diesem neuen, expressiven und spontanen Umgang in der Farbe umschwenke hier zu meiner Linken auf die herrlichen Arbeiten von Martin Andernach. Von den 18 Künstlerinnen und Künstlern sind 6 ausgewiesene Bildhauerinnen und Bildhauer. Martin Andernach ist, wie hier Professor Sieghard Gille, eine in Deutschland und in Europa weit bekannte Bildhauerin. Sie ist in Frankreich, in Paris geboren. Sie vermittelt zwischen Deutschland und Frankreich in einer wunderbaren, charmanten Art. Und so wie Gille die Maske unserer Zeit in der grellen Beleuchtung unseres Alltags gemalt hat, so schafft sie im Endeffekt die Ikone des Stillen, entwickelt aus sehr, sehr vielen theoretischen und systematischen Überlegungen, wie sie zum Beispiel der Kunsthistoriker Konrad Fiedler
in Zusammenarbeit mit dem Bildhauer Adolf von Hildebrand im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Was ist denn die Skulptur? Wie wird denn Schicht für Schicht das, was aus dem Stein herausgeschlagen wird, für den Betrachter sichtbar? Also Martin Andernach ist eine der großen Damen hier in dieser Ausstellung. Und wenn ich weiterschaue in die andere Richtung, dann sehen wir eine Arbeit von Vitali Safronow. Er ist der Jüngere unter all den hier vorgestellten Künstlerinnen und Künstlern. Er ist nicht nur mit diesen Verbindungen von vegetabilem und menschlichem Leben in Erscheinung getreten, sondern er ist vor allem in den letzten Jahren und in dieser Ausstellung berühmt und bekannt geworden, hier durch den Galeristen Bertin Gentges mit seinen bezaubernden kleinen Figuren, in denen der Alltag des Menschen kommentiert wird und analysiert wird. Die Balance im Leben zu finden, vom akrobatischen Handstand bis hin in die Geschäftswelt hinein, das ist sein Anliegen. Wie schmückt man sich als Frau? Wie gehe ich einem Etui-Kleid? All diese Dinge des Tages und Alltages analysiert er und besichtigt er, sieht er und stellt sie in den Skulpturen heraus. Weitere Bilder und Skulpturen sind in dem Raum zu sehen, so Arbeiten von Thomas Bohenne aus Darmstadt oder von Petra Rintelen und Martin Stommel aus Bonn, von Horst Sauerbruch aus München über Friedemann Hahn, der seine Professur in Mainz hatte, bis hin zu Tony Gregg, den wir hier an der Seite mit zwei wunderschönen Grafiken vertreten haben. Tony Gregg ist der vielleicht international berühmteste Bildhauer aus England, der jetzt zum Beispiel auch ausgestellt wird in einem Pavillon in seiner Galerie in der Biennale in Venedig. Ein international berühmter Mann. Und dass der Herr Gentges zwei Grafiken von ihm da hängen hat, das ist ein solches Rarissimum und etwas so Schönes, als hätte er Henry Moore an der Wand hängen. Also ganz, ganz wesentliche und bedeutende Arbeiten. Übrigens daneben dann ein Fritz Winter, um beim Name-Dropping zu sein. Er ist wohl der älteste der hier ausgestellten und vorgestellten Künstler. 1905 geboren, 1975 gestorben, hat er im Widerstand in Deutschland die abstrakte Malerei mit etlichen Kolleginnen und Kollegen hochgehalten und in der Nachkriegszeit die berühmte Gruppe in München Zen 49 gegründet, als er dann endlich 1948 aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen worden ist. Mit Dora Vakuni haben wir eine eigentümliche Mischung aus Malerin und vor allem aber Bildhauerin. Dora Vakuni hat hier eine Menge von Kacheln mitgebracht, die an der Wand hängen. Es sind Motive aus dem Tierleben, aber auch aus dem Menschenleben. Wir haben Akrobaten. Wir haben aber in dieser Kachel vor allem eine uralte Tradition. Seit Babylon, die Kunst mit dem Ton, mit der Erde etwas zu schaffen. Die Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde schaffen in der Kachel etwas Eigentümliches, eine Kultur. Es ist eine Tonkultur. Es ist die Kultur des Ischdiatores. Es ist die Kultur, in der man noch Gott Menschen verehrte. Sie kennen dieses wunderschöne, diesen Psalm aus der Bibel, und sie saßen vor den Toren von Babylon und hingen ihre Harfen in die Bäume und weinten. Das ist das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft 560 vor Christus. Und alles, was diese Bildhauerin und Malerin, was diese Gestalterin schafft, hat etwas mit diesem urtümlichen Zustand des Menschseins und diesem Übergang von Tier und Mensch zu tun.
Es sind Erinnerungen an die ägyptische Kultur, an die sumerische Kultur. Und es sind Botschaften des Menschseins schlechthin. Es wurde aufgenommen, die Dekoration zum Beispiel der Fliese, die wir hier an den Wänden sehen, in Delft, wo dann ganze große Bilder aus vielen, vielen Kacheln zusammengesetzt worden sind. Und da haben wir an der rechten Seite da hinten auch einige wunderbare und bezaubernde weiß-blaue Darstellungen von menschlichem Leben, die sich aus zwei Kacheln zusammensetzen. So kann sie ganze große Panoramen aus dieser Fülle an Kacheln schaffen. Dort hängen Arbeiten eben auch von der bereits erwähnten Petra Rintelen, Stilllebenmalerei. Bei ihr ist das Stillleben natürlich auch Symbol für das menschliche Leben. Natura morte nennt man auch das Stillleben, die zur Ruhe gekommene Natur. Jedes Kunstwerk ist ein Anker in der Zeit. Jedes Kunstwerk fragt den Betrachter, wer bist du? Jedes Kunstwerk ist das, was uns als Gegenüber zu einer eigenen Stellungnahme aufruft. Das ist das Großartige an der Kunst. Das ist mein ewiger Frühling im Umgang mit der Kunst, mein Frühling erwachen, weil ich das brauche. Ich brauche diese Auseinandersetzung mit der Kunst, um vielleicht doch noch ein paar Jahre älter zu werden. Es ist eine immerwährende, neue, frische Auseinandersetzung. Und ich empfinde das bei den Stillleben, die sehr fein, sehr naturalistisch gemalt sind. Genauso heftig und intensiv wie hier bei Sieghard Gille mit diesen expressiven Darstellungen. Ich empfinde das bei Martin Stommel mit seinen heroischen, pathetischen Figurendarstellungen, ebenso wie in seinen stilleren, feinen, sonnendurchleuchteten Landschaften. Auch bei diesem wunderbaren Frauenstillleben, das er dort gemalt hat, eine ruhende, ich setze es jetzt auch als Stillleben gleich, weil es ja genau genommen egal ist, ob das eine Schale mit Obst ist oder eine junge Frau, die dort auf dem Bett liegt. Es ist ein Objekt der Betrachtung. Es ist eine Stellungnahme zur Welt. Es ist eine Aufforderung, sich Gedanken zu machen. Wenn man dann die Treppe hochgeht an den Arbeiten von Volkert Richards vorbei, dann gelangt man nach oben zu den herrlichen Baumdarstellungen von Yi Sen Lin mit seinen vielen blühenden Bäumen. Da haben wir dann Frühling. Da haben wir Mandelblüte, Kirschblüte und was weiß ich nicht alles. Frühling erwachen. Das bedeutet ja auch daran zu erinnern, dass nach aller Trübsinnigkeit des Novembers, Dezembers, des verregneten Januars und Februars und der ersten Märzenbecher in der Natur immer wieder eine Erneuerung kommt. Und die Erneuerung immer wieder auch den Untergang mit sich birgt. Wenn wir geboren werden, ist in uns schon der Tod geboren. Der Titel und all diese Bilder erinnern auch an die ewige Metamorphose. Und das ist auch etwas, was Kunst so anspruchsvoll macht. Ich sagte eben, es ist ja jedes Kunstwerk ein Anker in der Zeit. Es ist ein Punkt, an dem ich mich auf mich selbst besinnen kann, indem ich zur Ruhe komme und von wo aus ich eventuell sogar für mich selbst und mein eigenes Schicksal weiterdenken darf. In vielen seiner Bildern zeigt Raphael Rack, den wir da oben in der Galerie sehen, diese Eigentümlichkeit der Verwandlung. Alltag bedeutet für ihn Niederschreiben in Farbflächen, die er übereinander schichtet und aus denen er dann teilweise die Gründe wieder herauskratzt, um dieses Panterei, alles im Fluss, herauszustellen, herauszuarbeiten. Und so wie sein Alltag war und so wie der Alltag ihn erwischt hat, so sind dann stimmungsmäßig auch die Farben seiner Bilder, schichten sich übereinander, häufen sich,
zerteilen sich, zergliedern sich. Es ist ein ständiger Prozess, eine lebendige Malerei, die seismografisch all das, was Alltag ist und Alltag bedeutet, aufnimmt. Es gibt in dieser Ausstellung interessante Beziehungsgeflechte. Ich habe Safronow erwähnt. Vitali Safronow ist ein Schüler des Professors in Stuttgart, ehemals Karl Henning Seemann. Er hatte noch einen anderen Schüler, Thomas Burhenne, den ich erwähnt habe. Wenn Sie nun die Schülerarbeiten betrachten, dann haben Sie auf der einen Seite bei Safronow das Anekdotische und bei Thomas Burhenne das Anatomische, das Sie alle von Ihrem Meister Karl Henning Seemann gelernt haben. Karl Henning Seemann ist an der Ostsee geboren. Er hat in Ostberlin studiert und ist dann später in den Westen geflohen. Heute hätte er rüberreisen können. Er ist hier in Baden-Württemberg und in allen anderen deutschen Bundesländern ein hoch anerkannter Realist, wenn er das denn wäre. Einer, der das menschliche Leben zurückgibt als einen Moment der Nachdenklichkeit in seine Hunderte von Brunnenanlagen und Straßenfiguren, die überall in Deutschland von diesem bedeutenden Bildhauer zu sehen sind. Es ist großartig, was er schafft, diese alten und jungen Menschen, diese einkaufenden Frauen und balancierenden Männer, die im Seil ziehen, gegeneinander kämpfen oder im Stierkampf über den Stier springen. Thomas Burhenne hat die Klaviatur der Anatomie von ihm gelernt bis zu seinen stillen Tänzerinnen und Safronow hat das Anekdotische von ihm übernommen bis zu Slapsticks, die aber bezaubernd sind. Übrigens, Safronow bemalt diese kleinen anekdotischen Figuren und schafft daraus plötzlich eine fast rokokohafte skulpturale Bildwelt. Verfolgen wir nun die Arbeiten weiter, so haben wir da oben auch noch eine sehr geheimnisvolle und wunderbare Dresdner, Leipziger Künstlerin, Petra Schuppenhauer. Sie ist mit Holzschnitten hier vertreten in der Ausstellung, die ganz ungewöhnlich sind. Die Antarktis wird von ihr dargestellt in Holzschnitten von 1,10 Meter auf 80 Zentimeter. Das ist also alleine schon handwerklich eine ungeheuerliche und bedeutende Arbeit. Diese Arbeiten sind teilweise mit 12 und 14 unterschiedlichen Abschnitten von der Holztafel gewonnen und in diesen 14 unterschiedlichen Farbnuancen dann übereinander gedruckt in der verlorenen Form. Das heißt, wenn sie ihre 10 Exemplare hergestellt hat und gedruckt hat in den unterschiedlichen Druckvorgängen, ist nichts mehr daran zu ändern und daran zu rütteln. Das ist großartig. Das ist einfach einzigartig sogar in Deutschland, wie ich glaube. Wir haben hier in der Galerie auch vertreten Günter Herrmann mit seinen aus 3 Farben gewonnenen Radierungen. Auch hier haben wir einen Meister der Radierung, der Radierungskunst, der Druckkunst, der in dieser Qualität in Deutschland seinesgleichen sucht. Lassen Sie mich noch auf 2 Namen in besonderer Weise eingehen. Das ist einmal Horst Sauerbruch, schon erwähnt, der 33 Jahre an der Akademie in München tätig war als Professor und eine unendlich große Fülle von Schülerinnen und Schülern hat. Er ist leider jüngst verstorben in München. Er malt die Malerei. Er ist jemand, der über alles Farbe setzt. Er hat auf Schia gemalt, er hat auf Bilderrahmen gemalt, er hat auf Fensterrahmen gemalt. Das Malen als einen Vorgang, so wie Töne setzen, so wie ständig auf einer Flöte oder auf einer Geige spielen, das ist seine Lust.
Dabei hat er sehr feine Nuancen, wie in diesen Bildern, die hier in der Ausstellung zu sehen sind, leicht zu erkennen ist, sehr feine Nuancen entwickelt. Natürlich hat er eine gediegene und bedeutende Ausbildung hinter sich und hat sich aber von all diesen Vorlagen immer mehr entfernt, um zu einem Air zu kommen von Johann Sebastian Bach, zu etwas ganz Zartem, Zerfließenden, das sich auflöst in den Farbklängen, sozusagen im kosmischen Gesamt einer Harmonie, die wir nicht beschreiben können. Ähnlich in der Nähe von Sieghard Gille mit der expressiveren Niederschrift der Farbe ist dann der in der Nähe platzierte Friedemann Hahn, der seine Professur in Mainz hatte. Friedemann Hahn hat realistisch angefangen mit sogenannten Stills, den großen Kussszenen zwischen Humphrey Bogart und irgendeiner Blondine, und ist dann über diese Themen zum Malen der Malerei gekommen. Friedemann Hahn hat sich ganz intensiv in die Biografien all dieser Menschen eingelesen. Er hat über sie Gedichte geschrieben. Und er ist dann diesen Spuren weiter gefolgt, dass er die Flächen so setzt, als wären sie mosaiziert, als wären sie ineinander geschoben. Also da gibt es eine sehr, sehr starke Annäherung zwischen Gille und Friedemann Hahn in zum Beispiel dieser Hommage à Vincent van Gogh, die wir hier in der Galerie haben, einem Sonnenblumenbild. Sie haben ja die Alleen vielleicht von Van Gogh im Kopf, die Ehrenfelder, die er unten in Südfrankreich gemalt hat. Und Sie haben eventuell auch noch dieses eigentümliche Geschnitzte seiner Farbniederschriften im Blick. Das hat Friedemann Hahn sehr beeindruckt. Das Malen als rhythmisch-dynamischer Vorgang, das ist ungewöhnlich und das ist das Bezaubernde. Sie sehen, meine Damen und Herren, der Überblick über diese Malerei von Volker Draschs Meerlandschaften bis hin zu den durchglühten südlichen Blumen von Friedemann Hahn, von den realistischen Figurendarstellungen bis hin zu den abstrakten, ikonenhaften Darstellungen der Martin Andernach, das ist unglaublich. Es ist unglaublich, was diese Ausstellung zu bieten hat und was wir in dieser Ausstellung sehen können. Ich kann nur sagen, greifen Sie zum Telefonhörer, rufen Sie den Galeristen an und gönnen Sie sich vielleicht bei einem schönen Wetter mit einem Ausflug in den Schwarzwald die Originalbesichtigung dieser Werke. Diese Freiheitlichkeit und diese Vielfalt sehen zu dürfen und vielleicht aus dieser Freiheitlichkeit ein Stück mit nach Hause zu nehmen, ist eine Wohltat für die Seele. Ich sage immer wieder, neben und gerade in der Zeit der Pandemie habe ich das besonders gespürt, neben der Kunst sucht man immer die Ansprache, das Wort, das Du. In diesen schweren Zeiten ist das mit den Begegnungen schwierig geworden. Meine Bilder waren immer da und ich konnte mit ihnen reden und ich habe mit ihnen gesprochen und sie haben mir immer Antwort gegeben. Also viel Freude an diesem Frühling erwachen. Danke.